Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, derzeit überschlagen sich förmlich die Ereignisse, was nicht bedeutet, dass man sich selbst überschlagen muss. Kühlen Kopf zu bewahren gilt es und dazu gibt es schließlich eine Allgemeinverfügung des SMS, des Staatsministeriums für Soziales und gesellschaftlichen Zusammenhalt. Diese Allgemeinverfügung regelt letztendlich, dass so ziemlich alles an öffentlichem Leben, an Kultur, an Sport, teilweise Vergnügungen, aber eben auch Handel, ausgenommen Einzel- und Lebensmittelhandelversorgung, eingefroren wird. Und es sind schon einschneidende Maßnahmen, auf die eine Stadt, auch eine Stadtverwaltung, zu reagieren hat. Die Stadt Brand Erbesdorf hat seither das Museum geschlossen, die Stadt- und Kreisbibliothek hier in Brand Erbesdorf und ebenso mit Wirkung vom heutigen Tage, dem 18. März, die Verwaltungsgebäude. Allerdings sind die Gebäude zwar verschlossen, aber Sie können mit Ihrem Anliegen telefonisch oder per E-Mail zu uns gelangen und es wird dann von Fall zu Fall entschieden, dass auch Sie persönlich im Rathaus oder im Stadthaus einen Beratungstermin oder einen Termin zur Abarbeitung der Unterlagen erhalten werden. Üben Sie also sich selbst in Geduld, aber auch in Disziplin und entscheiden Sie, was zurzeit wirklich notwendig ist. Sie merken, sehr geehrte Damen und Herren, die Stadtverwaltung Brand Erbesdorf ist entschlossen, den regulären Dienstbetrieb aufrechtzuerhalten. Auch die Sitzungen des Stadtrates und seiner Gremien, der Ausschüsse, sollen und müssen meiner Ansicht nach regulär fortgesetzt werden, denn die Zeit bleibt nicht stehen. Vergaben, Bauvorhaben, Entscheidungen müssen weiterhin gemeinschaftlich getroffen werden. Und ich hoffe, dass das auch ein guter Weg ist, zugleich aus mancher Krise heraus. Gezieltermaßen sind auch die Schulen in dieser Stadt geschlossen worden, generell auch die Kindertagesstätten, wobei ich besonders mich bei allen freien Trägern in Brand Erbesdorf bedanke, die eben mit einer Notbetreuung das wichtige Maß an Kinderbetreuung für die Personen, die also an anderer Stelle kritische Infrastruktur zu bedienen haben, gewährleisten. Aber natürlich stehen die Feuerwehren unserer Bergstadt Brand Erbesdorf weiterhin parat für ihre passionierte Aufgabe der Brandbekämpfung, Rettung und Bergung. Bei dem umfangreichen, auch kulturellen Leben in Brand Erbesdorf ist es besonders schade, dass eben viele Veranstaltungen abgesagt werden mussten. Und auch für die kommende Zeit, die Organisatoren hatten sich viel vorgenommen, aber es ist eben so. Ungeachtet dessen sind natürlich der Einzelhandel, Lebensmittel, Apotheken, Tankstellen, Finanzdienstleister, Sparkasse, Volks- und Raiffeisenbank sind hier verfügbar. Natürlich auch weiterhin Dinge der Sanitätshäuser, Friseure, Reinigung, Waschsalon, Zeitungen wird es auch zu kaufen geben, Bau- und Gartenmärkte und der Großhandel sind weiterhin aktiv und für Sie und uns alle verfügbar. Möge es so bleiben. Insgesamt erfordert die Situation, die besonders ist, eben auch besonderes Verständnis. Sport und Spiel ist eben mal nicht das Wichtige. Man hört auch wieder die leisen Töne im Leben und das ist aus der Zeit heraus doch jetzt erstmal auch das Wichtigste. Nämlich Verständnis füreinander zu haben, Hilfe und Solidarität dem anderen zu geben. Ich wünsche Ihnen allen, dass wir diese Zeit gemeinsam gut überstehen. Bleiben Sie gesund.